Willkommen zu Fallout. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Wo. Und dann fliegt irgendwas. Ach so, wir sind. Ach ja, genau, wir wollten zu dem toten Briefkasten gehen. Das hier war ja dieses Traurige mit diesem Mann, der. Ihr wisst schon. Der irgendwie gestorben ist. Oh, Schissel. Oh Gott, der frisst ja irgendwie gar nichts. Hä? Kay, you need to fork him hold. Alter, warum ist die Waffe schon wieder leer? Letztens war die auch leer, als ich sie picken wollte. So. Ah, ja. Vielleicht schieße ich direkt diese fette Mücke da hinten ran. Dass sie direkt mitschießen kann, da. Okay, das machst du, ne? Bam, Alter. Bam! No Scope 360 Homo. Da vorne ist der tote Briefkasten. Wir schlabbeln direkt mal hin. Wir sind ja noch bei dieser Railroad Quest. Und gucken mal. Und gucken mal, was da so Schönes drin steht im Briefkasten. Oh shit. Kate! Komm mit! Ich weiß nicht, was das für eine Waffe war. Eine unsichtbare. Geil. Kate? Hörst du das? Das ist klingt totally girlfriendly. Nicht hin? Kann ich nicht. Verstehe ich nicht. Komm, Kate. Wir gucken mal, was hier. Hallo. Feige Menschensau. Bist du behindert und meine Minutemen so nennen, du Tuten tun oder was? Du Bagger! Ja, schmeiß noch ein Molly auf mich, sag Gesicht. Oh. Oh Gott. Ultra erschreckend. Bald haben wir keinen Schuss mehr hierfür. Schade. Scheiße. Ich glaube, also es war Minuteman-Fight, ne? Eben habe ich es gehört. Gesehen. Irgendwo stand Minuteman. Hello, dude. Was? Shit. Ah ja, das sind sie doch. Sie sind überall. Karawanenwache. Aber das sind doch keine Minutenmänner. Oh, fuck! Uff. Wache, da. Wake! Wake, we need your horror. Oh, horror. Ich muss schon was naschen. Haben wir gar nichts mehr zu essen? Gell, das ist eine feige Scheiße, so eine Karawane anzugreifen. Krieg ich Kotzreiz direkt. Hoppala. Hallo? Komm doch nicht so nah, wenn ich dich beschmeiße. Du Lorsch, du Kleiner. Bitteschön. Dude. Hier. Ich brauche Hilfe. Ach, da geht's gar nicht weiter. Das Commonwealth wird nach wie vor mir gehören, du Pisser. Ich komme jetzt nämlich hoch und versohle dir deinen Anus. Hä, wo ist denn der? Wo der ist, glaube ich, irgendwie. Da oben scheiße so nein. Die geht. Ich weiß gerade nicht genau, wo der. Oh, warte mal, da war ein Plus. Lederrüstung. Ah, also. Wie ist denn der jetzt? Ich hab der stuck. Kann ich sagen, dass der irgendwie stuck? Ne, er ist unter mir jetzt sogar. Ah, da ist er. Ist er doch! Maler! So, weg mit dir. Ballsack. Ich hab alles überlebt, wo mich. Ach, noch mehr? Hä? Wo sind jetzt eigentlich meine Kriegerlein? Meine guten Minuteman-Karawanen. Okay. Alles noch dran. Karawanenwache? Gegen was? Ach, das waren die Hunde, die dich jetzt noch angegriffen haben. Natürlich blöd, Kate, da bist du auch mal mittlerweile wieder. Ah ja, genau, und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ist jetzt noch ein Köter oder? Was ist das hier? Hört ihr das? Hallo? Nö, ist schon gut. Du bist jetzt tot. Ja. Wer ist das? Ein Raider. Ich dachte, der hat einen Namen. Der sieht so namenhaft aus, der Kerl hier. Weg von meinem Scheiß. Kate, ich bin noch da. Komm. Hier ist der Briefkasten. Lass uns mal schauen, Kete. Bumm. Oh nein. Augusta. Oh nee. Ich hoffe, es steht bei S wie Status oder so.
Kann man hier suchen? Warte mal, wir sortieren. Warte, es ist ja sortiert. Kann man ja auf zuletzt gefunden sortieren, vielleicht. Ist das möglich? Nee, es ist doch, das sortiert doch einfach nur nach dem Alphabet, oder was? Nee, was ist, hä, ich öffne gerade nicht. Warum ist jetzt hier K? Was ist das hier von der Sortierung? Keine Ahnung. Da. Also. Augusto. Augusto ist immer noch ohne Meldung. Mhm. Koordinaten anbei. Äußerste Vorsicht ist angeraten. Gut. Dann gehen wir mal nach Augusta. Oder? Hab ich mir das angehört? Ist. Ah ja, das ist hier in dem Krankenhaus drin. Wir reisen direkt zu dem Ort. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist, ob der in der Nähe war. Wir reisen einfach hin. Beim Umsehen eben habe ich auch keine Punkte gesehen, die in der Nähe waren. Also von daher sollte das passen. Und dann können wir da ein wenig Unzucht treiben. Im Spital. Ach, ich habe gerade die letzten paar Tage so einen richtigen Fallout-Rausch. Es macht brutal Spaß und ich will weiterkommen und die Basen weiterbauen und Angriffe und Pipapo. Auch schon ziemlich delicious, schon ziemlich delicious. Wir müssen auch mal demnächst, vielleicht nach dieser Sache hier, nach diesem... Oh, hab ich hier weggeflickt. Und... Fuck. Wow, ja, Kate, du sagst es. Schnell, versteck dich mal. Kate. Oh, ach du, bam, den flickt es. Bam, da, oh. There are some goos. Oh, shit. Ha. Wie einfach. Oh Gott. Koit. Ein neuer Heub, Koit. Total. Plus eins beweglich jung. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Alter Schissel. Schisselmanessel. Das klingt doch richtig nett. Wo kamen die eigentlich her? Ah, da ist irgendwas. Eine Tür. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich der Ausgang auch von diesem Hospital, ne? Das gehört da dazu, ja, das gehört da dazu. Fliegt ihr einfach hier weiter rum. Wir gehen mal hier hoch. Kate, du bist auch da. Gut. Da ist noch ein Gühlchen. So. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ja, wir müssen demnächst mal die Karte aufmachen und dann in die... nicht die Karte, sondern man kann sich die Stützpunkte auch anschauen. Über so ein Menü. Und da steht direkt, was sie brauchen. Ob die überall... ob da Essen immer schön voll ist. Und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir diverse Stützpunkte extrem verkümmern lassen im Moment. Weil wir auch nur... ja, jeden Stützpunkt, glaube ich, soweit mit so einem Sender ausgestattet haben. Und das war es erstmal. Ich glaube sogar, dass wir bei manchen gar keinen Sender aufgestellt haben. Da müssen wir uns dann nochmal genau umgucken. So. Kate, zieh dir mal die Maske auf. Hier geht's gleich. Oh. Kate. Das war saublöd irgendwie. Ah. Wer? Hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Kommt es... kann es sein, dass... ist für heute wirklich Schluss. Ja, für euch schon. Hier, Bauschutz. Ich hab Minen geschultert. Die schieb ich euch in den Anus. Ich komme jetzt zu euch rein. Krankenhaus fahren muss. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Das Terminal ist direkt vor mir. Then. Okay. Das hier wird dann falsch sein. Oh, das sind dann praktisch drei Dinge, die mit... ich hab das letzte Mal schon erklärt, ihr wisst ja wieder. Das hier könnte sein? Nicht, okay. Es ist also, enthält also diese und diese Buchstaben an diesen Stellen nicht. Das könnte das sein. Wenn dir das Ding einen Drink einschenkt, bin ich schwer beeilt. Irgendwas war. Oh fuck, dude! Fuck! Point! Oh mein Gott. Das ist nichts. Also irgendwie sind wir gerade. Hallo! Guten Abend, Sir! Kann ich Ihnen vielleicht den Schniedel ab. Hallo! Batsch, B! Get out the way! Bah! Ja, du hast gleich was gebrochen und zwar dein Stolz. Wie ausgewichen ist! Alles klar, ich bin gerade ein bisschen gebrochen. Er hat gerade meinen Stolz zerstört. Alter, wie wahnsinnig. Wie blockt man denn nochmal mit rechts und nicht da? Oh, da kommt direkt der nächste Rockflow. Oh, Scheiße. Ja. Fuck. Ich hab Jet schon 100 Mal genommen. Es ist... Kate, Vorsicht.
Ich bin gerade hochkonzentriert. Warte, hörst du das? Nee. Kate, was hörst du? Die hält einfach so. Hahaha. Weil sie eine total krasse Draufgängerin ist. Hm. Die haben mal sogar Schütze herstellen, okay? Kann ich ja einfach außen rumgehen. Hab ich hier vielleicht. Jawollo, Prollo! Platak, dann ist da ja dann. Ein Littler Rechtsfallzager. Alfreda Bambina. Und jetzt Einheiten aktiviert. Mach doch mal irgend. Oh shit, kannst du vielleicht jemanden beleben? Oder. Du stirbst gleich, du verkackter Geschützturm. Kate, ich kann dir hier locker aufmachen. Achso, halt, Kate, warte mal, du bist ja da. Achtung, dies ist. Ich nehme mal die 6, damit geht's gut ab, ja. Achtung, Kate. Voll lustig! Des Weiteren ist das auch immer noch sehr lustig. Macht das überhaupt Damage? Ja. Robocock schaltet sich gerade ein. Stehen bleiben. Fassen Sie mich nicht an. Nein, geh bitte weg. Fuck. Hör auf, mich zu blockern. Das ist so ein Blogger, weißt du? Der schreibt jetzt gerade, dass es hier total ungut geschmeckt hat. Das ist so ein, wie heißen die? So ein Lebensmittel. Ach, wie heißt das nochmal? Man ist nicht Blogger und auch nicht Weiner, sondern man ist. Diese scheiß App, wo man Sachen. Wo sich Leute voll wichtig fühlen, weil sie ja jetzt ein jemand sind. Keine Ahnung. Ich sag einfach Blogger, ihr wisst, dass ich das nicht meine, aber ich sag. Ich werde mit dir meinen Dreck wegwischen. Die scheißt erst irgendwo rein und dann. Zack, musst du von hinten schlagen. Das ist der Trick. Und dann nimmst du am Bobo. Warte. Dann nimmst du am Bobo. Und bringst ihn in eine ziemlich unangenehme Lage. Fuck. Bringst ihn in eine ziemlich unangenehme Lage. Oh, Madame. Sie sind aber eine ganz schöne. Fuck. Einmal noch. Oh, dieses Luder, du. Okay. Hallo. Kistchen, was hast du? Ein Tischventilator. Ja. Was haben wir denn hier? Nix. Geil. Müssen wir irgendwo noch hin? Das ist doch. Wo ist denn jetzt eigentlich diese Basis? Ging es hier drüben noch weiter? Oh shoot, dude. We got no more room to go. Aber wir können hochfahren. Müssen wir jetzt hier hochfahren? Wahrscheinlich müssen wir hochfahren. Zack. Nach oben. Richtig. Mach mal auf. Falls es jemand ins Gesicht springt, nach oben. Im Fahrstuhl muss ich immer an Stirb langsam denken. Ah, Hans! Ah, ah! Ho, ho, ho. Na, wer kennt Stirb langsam auch in- und auswendig? Jetzt habe ich eine Schniedelpistole. Ho, ho, ho. So. Und da haben wir noch eine. Warum liegt denn hier ein Jagdgewehr rum, Männer? Deswegen kann ich euch so easy überfallen. Ihr lasst eure Waffen ja hier rumliegen. Das ist aber auch bescheuert. Die haben hier gespielt. Die haben hier ein Kartenspiel betrieben. Glücksspiel ist doch eigentlich verboten. Ob die schon 18 sind, ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo noch ein Feind? Laufe ich hier überhaupt noch richtig? Alter. Hat mich jetzt kurz erschreckt, ne? Voll der Monko, Junge. Hä, waren wir hier jetzt schon? Warum sind die Türen alle? Oh, Leute. Wie ekelig. Zwischen alles nach Schritten. Was zum Teufel war das? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Scheiße. Was? Jemand da? Oh nein, das ist doch das. Oh! Was? Oh Gott, ich weiß nicht, wann ich gespeichert habe. Das letzte Mal. Nein! Nur im Level! Nee! Nee, Kate! Nee, 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 nee! Fuck! Ah, scheiße. Okay. Jetzt kann ich aber alles richtig machen und nicht mehr so blöd wie am Anfang. Na, 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 na. Ich hasse es, verarscht zu werden. Na, 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 na. Du setzt die Kampfmusik. Hallo. Hallo, Madei. How can I help you, Madei? Schon mal aufmachen. Waffe wegstecken, rumgucken, Sachen aufheben, chillen. Und der hat schon mal angefangen zu chillen da hinten.
There is no whammy animo. Das war die, die ich da gerade gefistet habe. Ich erinnere mich an, also ich weiß was, ja, es ist hier eine leicht eklige Sache. Ich habe jetzt nicht wegen diesem Raketenwerfer irgendwie oh no gesagt, und zwar, lasst euch überraschen. Lasst euch einfach überraschen, ich hab gar nichts gesagt, das macht total Spaß. Ich habe Wichserstock verstanden, seid ihr dumm oder so? Das ist vielleicht ein total kinderfreundliches Video. Du Pisa? Das ist doch, das ist doch unfassbar, da. Das ist unfassbar, ist das? Scheiß Dinger wieder aufwärts. Oh Gott. Gottes Wille. Brennende Zigarette. Seht ihr das Wahnsinns? Geht sie auch noch in mich auf. Uranium Fever is coming back. Uranium Fever. Shit and underground. Uranium Fever's coming shit in town. Was zum Teufel war das? Ich hab mir nur grad Drugs gedrückt, okay? Chill. Deine Grundbasis, Bitch. Ah, ja, moin. Lass mal kurz zur Seite gehen, bevor der nochmal schießt. Dann bist du nämlich auch down, mein Freund. Okay. Naja, das war blöd. Ich weiß, der Hund hat mich jetzt aufgehalten. Ich wollte eigentlich durchrennen und ihn kloppen. Ich glaube, wenn man close an dem ist, schießt er auch nicht mit dem Ding rum. Dann haben wir... Ja, komm halt her. Was ist denn der Köter? Wenn ich noch in der Ladezeit bin, greifst du mich nicht an. Du Wichser. Merkst du gerade mal was? Oh, shit. Shit, dude. Unter Hochdruck muss ich jetzt hier öffnen. So, und schon ist es geöffnet. Ja. Speichern. Okay. Terpentin. Daraus werde ich ihm... Vielleicht ist es doch nicht das, was ich dachte, aber vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht genau. Ja, moin. Ja, fürs Erste. Speichern. Okay. Gucken, ob ich es aufheben kann, ohne zu sterben. Ja, moin. Ja, ich werde auch gerade erst warm. Wart mal ab, bis... haben wir schon. Wart mal ab, bis ich richtig... Hallo? Oh, shit! Uff, was ist passiert? Shut up, dude. Shut up. Du musst es unbedingt den Helden spielen. Bam, bitch, get out my way. Okay, greif mich dran. Ah, scheiße, er macht echt. Komm. Okay. Du frischst jetzt. So, Dumbatz. Der hat den Raketenwerfer gehabt. Okay, dann schmeiße ich direkt wieder weg. Wir haben Raketenwerfer am Start. Wie schwer ist denn so ein Ding? 21 Kilogramm. Richtig cranky. Na, ja, da unten ist es wirklich schön. Rausgebrochener. Aha, ihr habt also noch irgendwo ein Ding rumstehen hier, ein Geschütz. So, Peng. Ich alter Schelm. Der Schalk sitzt mir heute richtig im Nacken. Oh, Rakete, du, nice. Ein leerer Seesack. Muss das sein? Wird er nicht volle Seesäcke haben? Ah. Letztes Update der Station. Gut. Und jetzt ist halt dieser. Jetzt kommt dieser Moment, wo man sich dann denkt: Ja, also. Okay. Genau, ja. Ich mach's halt nur nicht so lautstark, wenn ich mir das denke. Man denkt sich ja dann, gut, wir sind jetzt von oben reingekommen, aber hier geht's ja noch tiefer. Was ist da unten wohl? Ich weiß es nicht. Bitch. Was zum? Hast du ihn? Was zum? You fucking dumbass. Whoa. Dude, chill. Get the fuck out of here and chill, dude. Du blödes, dummes Geschütz. Oh, bin ich denn hier? Waren wir jetzt hier vorhin schon drin in dieser Ecke hier? Nee, ne? Wo ist denn der Gegner? Der ist angeblich direkt hier drin. Da ist er da oben drauf. Ja, gut, er ist eher unten. Und jetzt kommt... Oh, wir sind überladen. Warum habe ich denn das? Das hat er noch nicht mal ein Plus. What the fuck? Oder sehe ich das Plus nicht? Verfolgt uns.
lebst doch, Mann, oh Mann. Ja, er ist unter uns jetzt halt, der Kerl. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier direkt von hier runterkommen. Man kann aber runterjumpen und das machen wir auch. Ich hasse es, verarscht zu werden. Und zwar, ich weiß nicht, wo es am gesündesten wäre. Wir jumpen mal erstmal da drüben hin, von da. Iranian Fever, come back to town. Iranian Fever, fucking back to town. Hallo. Boah, er sticht mich. Mit seinem Knäf. Alter, der volles Knäf. Hahaha. Tja, dein ein kleines Kribbelknäf bringt ja auch nicht viel gegen mich. Schnell da an, Profi. 4 Fusionskerne. Bin der Übertreiber. Voll die Fusionskerne. Die hat er gehortet hier unten. Wahrscheinlich zürzelt er die aus. Kackt da jemand? Nein. Halt, hätte. Rauscht irgendwas? Was für ein gruseliges Geräusch. Ach so, ja, ich bin so fett. So. Tosnelda. Tosnelda. Wo sind die jetzt hin? Weiß ich nicht. Müssen wir noch schnell was wegschmeißen. Der ist schon krasser, oder? Was hat denn unser Harnisch? Panzer. 27, 27. Und wenn wir den aufschisseln, geht der richtig ab. Der geht dann richtig, aber der ist mehr wert. Ah. Kann der was, der Panzer? Warum 178? Ja gut, vielleicht ist der erst nach dem Aufschisseln so viel wert. Trulla! Kannst du kurz kommen? Wo sind die jetzt? Ich will dir doch schon schnell unseren Scheiß geben. Ah, die kann... Aber man muss gar nicht runterspringen. Ja gut, das kann einem ja auch immer gesagt werden. Ne? Hey. Hey. Was gibt's denn? Kate, guck mal. Klar, ich nehme gerne... Ja. Ich nehme gerne was für dich. Oh, wie sie sich anstellt direkt. Diverses. Ich meine, Schrott, bitteschön. Es müsste grundsätzlich so ein Punkt geben, auf dem steht, Schrott ablegen. Oder abgeben halt, komplett. Eine Taste, mit der man den ganzen Schrott nimmt oder weglegt. Okay. Wir haben jetzt mal einen Riesenspaß. Und wir geben uns in den Spaß. Mein Bein hat's erwischt. Hallo. Merkt ihr was? Genau, doi, boah, doi. Oh, wow, ich kann das ja wirklich. Hallo, da ist eine Mine. What the fuck? Okay, gut, ich stehe echt fies hier. Also ihr müsst wissen, beim ersten Mal wusste ich nicht, dass da eine Todeskralle kommt. Ihr könnt euch vorstellen, wie toll das war, hier runter zu springen. Übrigens nicht von da, sondern von da oben. Und ich wusste, dass man hier einfach runter kann. Ich lande hier, bumm, und auf einmal kommt diese Todeskralle da gelaufen. Und ich glaube, man kann, ich glaube, man ist ziemlich angeschissen. Ich habe mich dann, glaube ich, damals hier drin versteckt und habe versucht, die irgendwie zu fisten. Aber es war schon echt eine schwierige Sache. Keine Energie, ja, das war da hinten irgendwo. Genau da. Zack und zack. Es wäre besser, wenn sie dann kommen würde, oder? Wenn man genau das drückt. Sonst ist es irgendwie zu lullimäßig. Das wäre nochmal richtig die Erschreckung, wenn sie auf einmal dann da wäre. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Redex. Daran erinnere ich mich nicht mehr, dass es hier so eklig verstrahlt war. So. Wow! Ach du Scheiße. Ultra viel geilen Scheiß. Krass, krass, krass. Da noch was? Nee. Nur ein Rechenstück oder so? Wuhu! Und it's get outside. Nach Cambridge. Und schon haben wir diese Sache geschafft. Und es ist jetzt 5 Uhr. Ich weiß nicht, ob heute Livestream ist. Also ich weiß nicht, was für ein Tag das ist, an dem das hier kommt, aber... Für mich ist jetzt heute Livestream und zwar ist Dienstag, genau. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Ich muss noch ein paar Thumbnails machen für später. Aber ja, wenn man den... Außerirdischen heimgesucht. Oh, Außerirdische. Ja, nice. Ja, nice. Ach so. Haben wir nicht diesen Absturz schon gehabt? Die Außerirdische ist abgestürzt. Fällt mir gerade ein, gell? Da müssen wir natürlich auch mal nach dem gucken.
Nach diesem Outer-Irdigen. Nach dem Außerehelichen. Wir rennen einfach schnell mal weg vor den... Wow, super geil. Wir waren sie down. Kate, hol sie. Bastard. Bam. Bam. Ja, das war wirklich leicht. Ich habe mich auch drum gekümmert. Wir gehen jetzt mal zuerst auf Tentacle Island, um uns zu entstrahlen. Und dann können wir direkt nach Sanctuary gehen und unseren Kram ablegen. Wir können generell schauen, wie Tentacle Island so läuft. Da könnten wir auch... Wir könnten da natürlich zuerst mal noch so einen Getränkestand bauen, dass da auch die Höflichkeit, die Fröhlichkeit hochgeht. Sehr gut, die ist am Steigen. Und wir machen es trotzdem mal direkt. Komm, wir bauen hier noch einen Laden hin. Marktstände kann man auch machen, aber... Gastronomie 27, Marktstand 23. Also Gastronomie ist einfach günstiger. Und dann, den machen wir direkt mal ein bisschen hier rein. Hier ist sofort jemand, der einem leckere, tolle Sachen verkaufen kann. Wir haben ja auch schon 7 Leute. Hier ist doch bestimmt jemand in der Nähe, der sich da mal kümmert. Du. Hier. Ah! Ah! Wir schreien. Ah! Shit, dude. Sehr gut. Come on, get it. Und weg. Jetzt nutzen wir mal eines unserer Betten. Und zwar dieses hier. Eine Stunde. Läuft. Zack. Und wir sind voll. Yay. Wir sehen so gut aus. Auch gut, auch gut. Wisst ihr was? Hab ich das jetzt erst? Ah ja. Alles cool, alles cool. Waffe weg, Gedödel. Nein. Ah, Gott. Hier ist ja sonst alles erledigt, ne? Ja. Dann gehen wir mal nach Sanctuary. Legen unseren Schissler. Irgendwann müssen wir die ganzen Leute mal rüberziehen, damit die ganz fröhlich und zusammen auf Tentacle Island leben können. Also, ein Großteil, nicht alle. Ich weiß nicht, ob eine Siedlung unendlich viele Leute haben kann. Ich glaube, das ist begrenzt oder hat was mit dem Charisma zu tun oder dem Charme, den man selbst so hat, also die Skills davon. Oh ja. So. Toller. Hey. Hm? Hey. Hier müsste es auch einfach, wie gesagt, den Punkt geben, alles nehmen. Aber halt alles an Schrott. Nicht alles, alles. Die Waffen von ihr will ich ja nicht, die soll sie ja behalten. Was willst du denn? So. Abbrechen, what the fuck. Gesamten Schrott lagern. So, sieht's nämlich aus. Okay. Dann haben wir hier noch diese Klamotte, die wir anziehen können. Und zwar hat unser Panzer ja 27-27 nichts Besonderes. Oh, wir haben hier einiges. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden. Das ist die rechte Schulter. Ich meine, na, ich habe das verdreht. Okay, super gemacht. Ich habe es halt in Schaurichtung gemacht. Egal. Arm links 14-14-107. Und das Ding hat 10-13-164. Das ist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich deutlich besser. Dann haben wir hier unseren Brustpanzer. Ich glaube nicht, dass wir den wollen. Vor allem, weil wir mit Ghoul noch nie Probleme hatten. Diesen Harnisch. Ja, plus die ganze Beweglichkeit und Wahrnehmung, das nehmen wir natürlich auch. Ich denke, das ist deutlich besser. Das ist dann der, hier in dem Fall der rechts. Ah, 119 Chance auf 10%. Dann können wir einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Das ist, glaube ich, vorhin passiert. Hm. 119, aber... Nee, oh... Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ist nicht so viel wert? Wie das? 15,9? Ich nehme trotzdem das da. So. Na, jetzt macht er da rum, der Dumbatz. Warum denkst du, wir guck ich halt, ob wir hier noch einen Wummer haben. Genau, wir haben hier noch Scheiß. So, warum habe ich es dabei? Keine Ahnung. Kampfscharfschützengewehr. Kampfmesser des Junkies. Halt. Ja. Hört doch auf zu pfeifen, wenn er es nicht kennt. Ah, Mensch, hey. Sturges, geh mal weg. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die Arm links. Dann können wir es direkt richtig machen. Dann ist das hier... linker Arm, da steht es ja. Dann ist das Arm links, genau. Ja, doch, Arm links.
Und das hier Arm rechts. Okay. Und das heißt, wir können hier noch directly ein bisschen was verbessern, denke ich. Vernietet ist es schon, volle Pulle, bleibt verkleidet. Nein, da wollen wir natürlich die zusätzlichen Taschen haben. Ich merke schon, das konnte man gar nicht aufbedärseln. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das macht nichts. Das ist jetzt halt nicht mehr stärker geworden. Das können wir nicht verarbeiten, schade. Und dann können wir auch direkt diese Lederrüstung, die wir im Moment noch nicht anhaben, verbessern. Und zwar kochen und die tiefe Taschen dran machen. Und somit können wir dann wiederum diesen Panzer hier wegkloppen. Ja. Und den Harnisch dann weglegen. Ja, ja, ja. Und das wie folgt machen. So. Jetzt habe ich es halt noch nicht umgenannt, aber egal, das passt. Wir haben noch den Arm rechts und das andere Ding, das wir weglegen können, dann passt das. Und wenn wir das schön durchziehen, dass wir die Waffen, die Sachen halt so schön benennen, dann haben wir auch nicht mehr so große Probleme beim. Ja, ich hatte ja, ihr wisst ja, letztes Mal habe ich rumgekackt und rumgesucht. Pipapo. Panzer. So. Fertig. Expertise. Leute, willkommen zum Ende. Ciao, ciao.